Chinesische Forscher haben auch in Stuhlproben und Rektalabstrichen das Coronavirus gefunden. Einige hatten Durchfall statt Fieber, Peking. Das neuartige Coronavirus aus China könnte neben Tröpfcheninfektion auch über das Verdauungssystem verbreitet werden. Chinesische Forscher haben das Virus auch in Stuhlproben und Rektalabstrichen gefunden, nachdem sie festgestellt hatten, dass einige Patienten allein Durchfall statt üblicherweise Fieber bekommen haben, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Sonntag berichtete. An der Forschung waren das Renmin Hospital der Universität Wuhan und das Virusinstitut der Chinesischen Akademie der Wissenschaften in der schwer betroffenen Provinzhauptstadt von Hubei beteiligt. Die chinesische Gesundheitskommission teilte am Sonntag in Peking mit, dass die Lungenkrankheit mit den neuen Todesfällen in Hubei nun insgesamt 304 Menschen in China das Leben gekostet habe. Die Zahl der bestätigten Erkrankungen kletterte demnach so schnell wie noch nie innerhalb eines Tages um 2580 auf 14. 380 Fälle, etwa 150 Infektionen sind bislang außerhalb Chinas bekannt, davon 8 in Deutschland. Am Sonntag meldete die Weltgesundheitsorganisation, WHO, den ersten bestätigten Todesfall außerhalb der Volksrepublik ein am 21. Januar auf die Philippinen gereister Chinese aus Wuhan sei am Samstag gestorben, seine Begleiterin erkrankt. Bei ihnen handelt es sich laut WHO um die einzigen nachgewiesenen Infektionsfälle auf den Philippinen. Mögliche Kontaktpersonen würden untersucht. Die Lage im größten Krankenhaus in Wuhan ist vor allem emotional belastend. Im größten Krankenhaus im chinesischen Wuhan werden, wie in den meisten anderen Kliniken der Millionenstadt, derzeit fast ausschließlich Coronavirus-Patienten behandelt. Dennoch laufe soweit alles in geregelten Bahnen, berichtete der deutsche Präsident des chinesisch-deutschen Freundschaftskrankenhauses, Eckhard Nagel. Der Professor von der Universität Bayreuth steht in engem Austausch mit seinem Kollegen in Wuhan. Im Gespräch mit der deutschen Presseagentur betonte er, es liegt sicher keine Panik vor. Allerdings, den normalen Alltag gibt es jetzt nicht. Jeder ist ein potenzieller Notfallpatient, dementsprechend sind alle Abläufe anders als sonst, sagte Nagel. Das Tongji-Klinikum habe hohen europäischen Standard. Insofern sind die Kollegen auch geschult, mit schwerkranken Patienten und schwierigen Situationen umzugehen. Neben den nötigen Vorsichtsmaßnahmen sei vor allem die emotionale Seite belastend. Viele Patienten kämen in großer Sorge in die Notaufnahme, und die Stimmung in der unter Quarantäne gestellten Stadt sei per se niedergeschlagen. Bis zu 100.000 Menschen in Wuhan könnten mit dem Coronavirus infiziert sein. Da Prognosen zufolge bis zu 100.000 Menschen in Wuhan infiziert sein könnten, ist laut Nagel absehbar eher, dass nicht mehr alle erkrankten Patienten direkt stationär aufgenommen werden können. Dabei hat das Tongji-Klinikum, das im Jahr üblicherweise 6,5 Millionen Patienten behandelt, 6.000 BTTEN. Zum Vergleich, Deutschlands größtes Universitätskrankenhaus, die Berliner Charité, hat rund 3000 BTTEN. Die Versorgung und Logistik des riesigen Krankenhauses läuft zu Nagels Verwunderung offenbar trotz der Abriegelung Wuhans weiterhin gut.
Allerdings würden weitere Mediziner und Pflegekräfte von außerhalb benötigt, weil die ansässigen RUND um die Uhr in voller Besetzung im Einsatz seien. Auch mit Blick auf Schutzanzüge und Masken, die für die Versorgung von Isolationspatienten nötig seien, werde Unterstützung benötigt, auch mit Produkten aus dem Ausland. Es ist nicht ausreichend, was in China im Moment zur Verfügung gestellt werden kann. Ebenso seien die logistischen Herausforderungen bei der Versorgung mit Lebensmitteln enorm. Die offiziellen Zahlen über Infizierte und Todesopfer hält Nagel für plausibel. Ich habe den Eindruck, dass die Verantwortlichen im Gesundheitswesen großes Interesse haben, wirklich transparent mitzuteilen, wie die Situation aussieht. Das Verständnis ist gewachsen dafür, dass nur, wenn wir alle Daten, die wir haben, miteinander teilen, diskutieren und bewerten, mögliche negative Folgen dieser Infektionskrankheit eingedämmt werden können.